Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. In der Nacht von Freitag auf Samstag, wie immer eine freie Themennacht. Wir sind erstmal unter uns hier im Radio und ungefähr in 15 Minuten schaltet sich das WDR-Fernsehen auch dazu. So, der erste Anrufer heißt Markus und Markus ist 32 Jahre alt. Hallo Markus. Ja, hallo. Hallo. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, gut, da muss ich jetzt erstmal eine Vorgeschichte erzählen. Ja. Und zwar bin ich verheiratet, habe auch zwei Kinder. Aha. Wir haben in unserer Ehe sehr viel Stress überwinden müssen. Und wie lange seid ihr verheiratet? 6 Jahre. 6 Jahre, mhm. Und ja, da halt eben irgendwie zwischen uns irgendwo eine Anspannung und Probleme waren, habe ich halt irgendwo einen Ausweg gefunden oder gesucht, wo ich mich halt eben mit Leuten unterhalten kann, die mir das Gefühl geben, einfach nur zu unterhalten. Einfach nur so ruhig. Mhm. Also du hast hier eine eigene Szene so gesucht. Ja, was heißt Szene? Was sind das für Leute? Nein, das waren eigentlich nur aus Anrufe bei solchen Smalltalks. Ach so, auf so Hotlines oder was? Ja, genau. Also Telefongeschichten. Aber nicht nur mit Frauen? Nein, es waren, ja gut, was heißt denn nicht nur mit Frauen, das war so ein gut, es waren Frauen dabei gewesen, aber es war eigentlich im Grunde genommen einfach eine reine Unterhaltung. Mhm. Jetzt muss ich mir eben einen Hinweis an meine Technik geben. Ich höre mich schon wieder als Echo im Hintergrund. Vielleicht kann man da irgendwas drehen. Du hast kein Radio eingeschaltet, ne, im Moment? Ja, Moment. Doch, Freisprechanlage am Handy. Ah, da liegt's daran. Hm? Kannst Moment, du, lass uns mal ganz normal telefonieren. So, jetzt hallo, hallo? Ja, jetzt hallo? Ist es weg, genau, daran lag es. Okay. So, du hast ja dann einfach Gesprächspartner gesucht übers Telefon, ja, und dann? Ja, auf jeden Fall wurde ich halt eben von meiner Frau erwischt. Nun, das ist einmal passiert, es ist zweimal passiert, dreimal. Was hast du erwischt? Hast du da Telefonsex auch gehabt mit Frauen? Oder? Nein, überhaupt nicht. Warum erwischt? Aber ist es so nicht schlimm, wenn du mit anderen Leuten redest? Es ist halt eben so eine, von den Kosten her. Ach so, ja. Es hat halt eben in die Höhe gegangen. Mhm, mh. Und ja, jetzt mittlerweile sind wir halt eben so, dass wir uns trennen. Mhm. Sprich halt eben jeder eine gemeinsame Wohnung. Mhm. Und ich weiß da irgendwo keine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ich bin am Überlegen, soll ich drauf eingehen, soll ich nicht. Also wo drauf eingehen jetzt? Halt eben, dass wir uns halt eben jeder eine gemeinsame Wohnung nehmen. Möchte sie das? Sie möchte das. Sie möchte das. Sie hat gesagt, es geht nicht mehr. Wir lieben uns aber trotzdem. Sagt sie das? Es sind von ihr aus und von mir aus sind Gefühle ja füreinander ja da. Okay, warum will sie das denn, dass ihr in getrennte Wohnungen geht? Weil sie sich halt eben irgendwo betrogen fühlt. Hast du sie denn betrogen? Ja, eigentlich im Grunde aus nur geflirtet. Ja, was heißt denn geflirtet? Einfach nur unterhalten. Aber dieses... Also nochmal, erklär mir das nochmal mit diesen dubiosen Telefongeschichten. Das waren, du hast dich in so Lines eingewählt. Und da hast du dich mit Frauen unterhalten, hauptsächlich mit Frauen, nicht mit Männern. Ja, genau. Oh, ah klar, okay. Und da ging es natürlich auch um das Thema Erotik und so weiter. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja? Aber überhaupt du hast dich mit Frauen unterhalten. Ich habe da jedes Mal irgendwo entweder abgewunken oder halt eben irgendwie einen neuen Gesprächspartner gesucht. Aber immer Frauen? Immer Frauen, ja. Mhm. Okay, also, aber das ist doch mit Sicherheit nicht der einzige Grund, weswegen deine Frau jetzt gesagt hat, nach 6 Jahren und 2 Kindern, wir wollen auseinanderziehen. Da muss doch noch mehr bei ihr kaputt gegangen sein. Ja, das weiß ich ja nicht. Weißt du nicht. Mhm. Wann hat sie dir das gesagt, dass sie sich räumlich von dir trennen will? Es hat immer mal Anfang dieses Jahres so ausgeartet, dass dass wir uns halt eben wieder gestritten hatten vor den Kindern. Mhm. Und danach? Ich war
voller Wut, dass ich eigentlich nur noch schon die Faust gehoben habe. Ja. Und ich muss dann einen Rückzug machen, weil ich schlag keine Frauen. Das ist, also du hast die auch nie geschlagen? Ich habe die nie geschlagen gehabt. Mhm. Ich habe für meine Frau eigentlich nur noch alles gemacht gehabt. Ich versuchte ihr von den Augen zu lesen, was sie alles haben möchte. Und ich habe immer das Beste versucht gehabt. Okay, aber das ist fehlgeschlagen. Irgendwas stimmt da nicht und irgendwie scheint bei ihr ja etwas ganz graviert erschüttert zu sein. Denn sonst sagt man ja nicht so leichtfertig, ich will getrennt wohnen. Sie will die Kinder mitnehmen? Sie will die Kinder mitnehmen? Ja, sie nimmt die Kinder mit, ja. Also Markus, ich weiß ja jetzt nicht, ich verstehe aber auch nicht von deiner Seite aus, warum fragst du sie denn nicht? Was ist denn genau? Woran liegt es denn? Was kritisierst du an mir? Gut, ich meine, ich denke mal, wenn man irgendwo enttäuscht worden ist oder man hat das Gefühl, dass man betrogen worden ist, weil ich denke mal, halt eben die einen denken, gut, das ist eine Lappalie und die anderen denken, das ist ein Betrug oder Gott, jetzt fühle ich mir der Begriff. Worauf ist hinaus? Hat sie dich betrogen? Nein, dass ich sie halt eben irgendwo betrogen hätte, halt eben durch diese Anrufe. Mhm. Und wenn man irgendwo in dieser Wut ist, dann sucht man halt eben nach jedem einzelnen Fehler an einem Partner. Ja, aber dann ist einiges ja grundsätzlich nicht in Ordnung. Ich glaube, ich würde gerne mit deiner Frau reden. Es wäre interessant zu erfahren, was sie mir alles erzählen würde. Entweder schaltest du auf Durchzug und du nimmst es nicht ernst, was sie sagt, oder ihr redet nicht richtig miteinander. Wenn ihr aber jetzt diese Lösung, in Anführungszeichen, diese Zwischenlösung findet, wir trennen uns erstmal räumlich voneinander, um vielleicht auch mal ein bisschen, dass sich alles so beruhigt, ist das doch erstmal gar kein schlechter Schritt. Ich würde euch aber auf jeden Fall dringend raten, dass ihr parallel dazu, zusätzlich, zu einer Eheberatungsstelle geht. Da waren wir doch schon gewesen. Und das hat nichts genutzt? Es hat nichts genutzt. Wie oft wart ihr da? Einmal. Das ist auch nicht so viel. Sagen wir mal so, meine Frau ist auch für die Kinder und ich bin eigentlich auch für die Kinder da. Mhm. Und die Psychologin, die hatte irgendwo so eine Andeutung gemacht gehabt, dass halt eben unser Sohn, der Kleinere, halt eben darunter leidet. Mhm. Und da fühlte sie sich schon angegriffen und sie wollte halt eben diese Beratung nicht mehr mitmachen. Ja, verstehe. Das ist natürlich schlecht. Dann finde ich auf jeden Fall, dass dieser Schritt, jetzt erstmal sich voneinander zu entfernen, der kann nicht schlecht sein, Markus. Mach ihn mit. Oh, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich mich halt eben zu den Kindern verhalten soll. Ja, wenn ich im Grunde aus ein Elternteil, kann ich ihm im Grunde aus Verbote stellen, wenn ich halt eben nicht da bin oder halt eben, dass er so alle 2 bis 3 Tage halt eben mal kurz vorbeikomme. Ja, aber wie alt sind die Kinder? 12 und... Ja, okay. Es gibt nun ja Tausende und Abertausende von Familien und Paaren, die getrennt sind und die auch Kinder haben und die das auch hinkriegen und wo das mit den Kindern gut funktioniert. Da müsst ihr halt einen Plan machen, dann und dann kommen die Kinder am Wochenende zu mir, dann zu dir, dann mache ich was mit denen, dann machst du was mit denen. Das müsst ihr ja hinkriegen. Das ist ja besser für die Kinder, als wenn sich die Eltern ständig in den Haaren haben. Sicher, aber ich möchte als Familie mal tun. Ja, aber du kannst ja nicht einen Traum aufrechterhalten und daran dich festklammern, wenn das nun mal nicht funktioniert. Man kann es ja nicht erzwingen. Der Traum, der ist irgendwo mal in die Luft gegangen oder halt eben explodiert, nachdem ich halt eben hier den Schreiben vom Anwalt gekriegt habe. Also ist da eine ganze Menge nicht in Ordnung. Pass auf, Markus, ich will mal Folgendes machen. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass ich ja auch immer Psychologen im Hintergrund habe. Weißt du das? Ja, ich weiß. Ich finde auch deine Sendung echt toll. Ja, also. Ich möchte mal, meine Psychologin, die Magdalena, hat das jetzt mitgehört. Ja. Vielleicht hat sie irgendwie noch eine andere Idee, wenn das mit der Eheberatung nicht geklappt hat, wie man euch vielleicht nochmal klug zusammenbringen kann mit einem Fachmenschen. Da bin ich jetzt überfragt und da wäre es gut, wenn du mit ihr weitersprechen würdest. Einverstanden? Ja, das wäre toll. Okay, dann legst du auf und Magdalena ruft dich gleich an, Markus. In Ordnung. Alles Liebe, alles Gute für dich und deine Familie. Ja, für dich auch. Ne? Dankeschön, tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, 0800 220 5050. Wir sind noch hier im Radio und ungefähr in 6 Minuten kommt das WDR-Fernsehen zu. Und da begrüße ich auch nochmal die Fernsehnation. So, hier ist erstmal Mandy und Mandy ist 18 Jahre alt. Hallo Mandy. Hallo Domian.
Oh, bist du am Weinen? Ja, ich habe gerade meinen Ex-Freund getelefoniert, der hat gerade angerufen. Dein Ex-Freund? Genau. Der hat angerufen? Ja. Mein Ex-Freund, der hat vor ungefähr einer Woche, also es war so, ich bin schwanger. Ja. Und habe ihn also gesagt, er wollte es seinen Eltern noch nicht sagen. Und dann habe ich es aber nach einem kräftigen Schrei, habe ich dem alles erzählt, den Eltern. Mhm. Dann hat er nur noch angerufen und gesagt, es ist endgültig alles vorbei. Weil du das gesagt hast? Genau. Wie alt ist der Ex-Freund? Wie alt? Ja. 23. 23. Mhm. Wie lange wart ihr zusammen? Anderthalb Jahre. Mhm. Du bist schwanger. Nach wie vor. Hm? Jetzt hat er gerade angerufen. Genau, er sagte mir gestern, dass er mich heute Abend nach der Arbeit nochmal anruft. Ja. Also ich kam gerade erst von der Arbeit. Ja. Ja, und das hat er, also ich habe gewartet, er hat gesagt, ruft um 12 Uhr an, das hat er nicht getan. Dann habe ich bei ihm zu Hause angerufen, seine Mama ging dran und sagte mir, dass er nicht da ist. Hm. Er sagte mir aber, dass er da ist, weil er eben nicht rausfährt. Okay, dann hat er es eben doch noch getan, ist mir aber auch egal, weil es ist ein Freiraum, das soll er ruhig tun. Hm. Ja, und jetzt hat er gerade doch angerufen. Und was hat er ganz konkret gesagt? Dass er nicht versteht, warum ich das nicht sein lassen kann, ihn zu nehmen. Ich weiß nicht, ich kann das einfach nicht loslassen, das alles. Moment mal, wann hast du das seinen Eltern gesagt, dass du schwanger bist? Vor ungefähr 2 Wochen. Vor 2 Wochen. Und daraufhin war er wütend. Und, genau. Und hat Schluss gemacht. Genau, alles beendet. Und dann habt ihr nichts mehr voneinander gehört, eine Weile. Doch, ich hatte ihn versucht weiterhin anzurufen, nur er hat mich abgenommen, dann 2, 3 Tage oder so, dann hat er eben nochmal abgenommen. Ja, verstehe. Und ich habe ihn gefragt, ob er mich einfach nochmal zurückrufen kann, damit wir nochmal reden. So, jetzt habe ich das gerade gar nicht richtig verstanden. Was hat er gesagt gerade heute zu dir? Dass er das nicht verstehen kann, dass ich mich loslassen kann von ihm. Ach so. Also im Klartext, er will dich nicht. Nein, er hat mir gesagt, dass er mich zwar noch ein ganz kleines bisschen liebt, aber das reicht nicht mehr da, damit er mit mir zusammen sein kann und mich auch lieben kann. Und das ist ihm auch jetzt völlig wurscht, dass du schwanger bist? Das heißt ziemlich wurscht. Er hat darüber überlegt, er kriegt sich in seinen Koffer, er kommt nicht damit klar. Mhm. Und er hat auch gesagt, dass es ihm einerseits lieber wäre, wenn es wegmachen würde, wo er anders von geredet hatte, aber er weiß nicht, damit klarzukommen. Das ist das. Bist du denn entschlossen, das Kind zu behalten? Ich habe von Anfang an zu ihm gesagt, wenn es mal passieren sollte, ich werde es nicht abtreiben, weil ich schon mal ein Kind verloren habe. Durch meinen damaligen Ex-Freund, weil er geschlagen hat und habe ich es verloren. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich nicht. Und das ist ihm auch völlig klar. Dennoch sagt er, er kritisiert, dass du ihn nicht loslässt. Ja, weil ich nicht loslassen kann. So, das heißt ja nichts anderes. So bitter und traurig das auch ist, ich liebe dich nicht mehr. Ich möchte mit dir keine Beziehung mehr haben. Genau. Auch wenn du schwanger bist, will ich mit dir nicht zusammen sein. Genau. Und das ist sehr bitter, ne? Ja, überhaupt. Alles, jedes Teil erinnert einen an, weil ich habe mit ihnen zusammen, wir sind nach 2 Monaten schon zusammengezogen, ziemlich früh eigentlich. Und dann haben wir 2 Wohnungen hatten mit seinen Eltern. Ja. In der Nähe. Und das hat aber alles nicht geklappt. Dann haben wir gesagt, okay, dann ziehe ich zu meinen Eltern, er zu seinen Eltern wieder. Ja. Ja. Hat er denn jetzt eine Äußerung schon getan, wenn du das Kind bekommst, auch wenn ihr da nicht zusammen seid, will und wird er sich auch dann mit drum kümmern? Das hat er gesagt, ja. Das hat er gesagt, na immerhin, das ist ja schon mal ein Wort. Mandy, dann kannst du wirklich im Moment nichts machen, wenn er das so klar zu dir gesagt hat. Dann kannst du nichts machen, so traurig das auch ist. Aber ich weiß nicht, ich fühle mich so alleine. Ja. Ich vermisse ihn, ich vermisse alles an ihm. Mandy, das ist die Tragik der Liebe. Was meinst du, wie viele Menschen das täglich passiert, dass sie verlassen werden und sich super alleine fühlen und super traurig sind und nicht mal ein noch auswissen? Ich kann dir nur wirklich raten, um dich noch mehr kaputt zu machen, lass die Hände jetzt von ihm. Geh auf Distanz. Du erreichst, indem du da anrufst und weinst und bettelst, erreichst du gar nichts. Da macht er noch viel mehr zu. Wenn du jetzt schweigst und zurückgehst, gibt es vielleicht sogar noch mal eine Chance, wenn er dann die Kleine oder den Kleinen sieht, dass er vielleicht so noch mal anders denkt. Aber jetzt musst du einfach tapfer auf die Zähne beißen. Ich habe Angst, weil er es schon mal getan hat. Also ich habe schon mal erlebt, dass er einfach, dass eine neue da ist. Ja, aber auch das müsstest du dann aushalten. Du kannst es nicht verhindern im Moment. Man kann Liebe und Verliebtsein nicht erzwingen. Das geht nicht. Ja. Ich verstehe nicht, warum das auf einmal weg sein kann. Das verstehe ich auch nicht. Das versteht man nie.
Derjenige, der verlassen wird, versteht das nie, warum das so ist. Aber es ist leider so. Ich finde ganz wichtig, dass du nicht klammerst. Klammern ist das Schlimmste, was passiert, was man machen kann in so einer Lage. Ich habe ja auch versucht, alles loszulassen, ihn einfach nur in Ruhe zu lassen und, aber ich kann es nicht, weil wir haben eben jeden Tag fast zusammengehangen oder vielmehr telefoniert. Jetzt waren wir nur noch am Wochenende zusammen. Jetzt würde ich mal fragen, Frau Jan, du bist so traurig und so fertig. Ja. Wir werden dich jetzt nochmal zurückrufen und dann kann meine Psychologin ganz in Ruhe nochmal ein bisschen mit dir sprechen. Einverstanden? Ja? Machen wir so, Mandy? Ja. Okay, dann legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Das heißt die Magdalena, okay? Okay. Alles Liebe, bis dahin. Tschüss. So, jetzt kommen die Fernsehzuschauer auch dazu. Und die begrüße ich jetzt ganz herzlich, die Fernsehzuschauer, ihr Lieben. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind im Fernsehen ein bisschen zu spät, bitten das zu entschuldigen. Aber nun sind wir da und ihr seid auch da, ich freue mich sehr. Ja, wir haben wie immer in der Nacht von Freitag auf Samstag eine freie und offene Themennacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch bei mir unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Jetzt begrüße ich ganz herzlich den Sascha. Und Sascha ist 43 Jahre alt. Hallo Sascha. Ja, hallo Jürgen. Sascha, dein Thema, warum rufst du an? Ja, mein Thema ist eigentlich ziemlich spektakulär oder auch nicht. Vielleicht gibt es ja viele, die darunter leiden. Wenn ich fest eingeschlafen bin, dann verprügel ich mich. Dann was? Dann verprügel ich mich. Wie bitte? Wenn du fest eingeschlafen bist? Ja. Nachts? Dann verprügelst du dich selbst? Ja. Wie bitte? Ich habe mir letzte Woche selber das Nasenbein gebrochen. Nein. Wie, erzähl mal, was passiert da? Ah, das ist eine ganz lange Geschichte, Domian. Ich versuche das jetzt mal ganz, ganz kurz zu halten. Ich bitte darum, ja, weil ich ganz gespannt bin. Ja, alles klar. Es ging eigentlich damit los, dass ich so circa vor 5 Jahren ein Praktikum bei einer Wachfirma gemacht hatte. Ja. Ich war also ziemlich unter Stress. Und wurde auch ziemlich unter Druck gesetzt. Also alles in der Firma habe ich nicht richtig gemacht. Ja. Und da kam der Chef dann eben zu mir und machte mich also ziemlich runter. Und in dem Moment passierte das wieder so, ja, da habe ich damals so gedacht, meine Anfälle. Ich konnte also weder schreiben noch telefonieren, was im Wachdienst jetzt eigentlich wichtig ist. Ich konnte eigentlich überhaupt gar nichts. Ich saß da nur mit Schweißausbrüchen und gezittert. Ach so, weil der Chef dich fertig gemacht hat. Genau. Also ein Schockzustand aufgrund des Zusammengeschissenwerden vom Chef. Richtig, ja. Ganz genau so. Ja. Und in dem Moment merkte er ja, es lief überhaupt gar nichts mehr bei mir. Und schickte mich dann nach Hause und sagte, was soll ich jetzt mit dir machen? Ja. Was soll ich jetzt? Ja. Und daraufhin bin ich dann zum Arzt gegangen und hatte ihm das erzählt und sagte so ganz salopp, ich meine es immer schon so jahrelang, seitdem ich diese Sachen da habe, wie ich mich dann verhalte in solcher Situation, das nenne ich immer so meine kleinen Panikattacken. Hast du dem Arzt erzählt? Ja. Ich werde zu lang ausholen. Hat das mit dem nächtlichen Selbstverprügeln, hat das erst vor 5 Jahren angefangen? Ja, im Prinzip schon. Deswegen sagte er, es sind auch Panikattacken, die sie haben. Ja. Daraufhin bin ich nun natürlich sofort zum Diplompsychologen gegangen. Ja. Und der kriegte das natürlich auch raus. Ich hätte dann Beruhigungstabletten gekriegt. Ja. Die aber nicht so ganz geholfen haben. So, jetzt nochmal die Frage. Ist das erst seit 5 Jahren so, dass du dich nachts verprügelst? Nein, der Diplompsychologe hat gesagt, ich habe diese Panikattacken schon seit ich 4 bin. Aber du hast es bisher noch nie erlebt, also vorher. Nein. Das heißt, du bist jetzt, habe ich gesagt, 43. Bist du dann 39. Lebensjahr, hast du selbst gar nichts davon mitbekommen? Nein, nee. Absolut nicht. So, und jetzt, das heißt, seit ausgelöst durch diese Geschichte, verprügelst du dich nachts selbst im Bett. Was genau passiert? Ja, also es läuft ein ganz normaler Tag. Ich lege mich also ins Bett, schlaf auch ganz ruhig ein, dank einer Schlaftablette. Ja. Und morgens, wenn ich aufwache, dann sehe ich eigentlich im Prinzip nichts. Ich gucke mich in den Spiegel und denke, wieso hast du 2 blaue Augen? Ach, das heißt also, du kannst dich an gar nichts erinnern? Nein. Da passieren irgendwelche seltsamen Dinge. Du schlägst dir vielleicht mit den eigenen Fäusten ins Gesicht. So ist das. Man hat das auch festgestellt. Ich schlage mich mit den Fäusten. Ich kratze mich. Ach du Mia, du kannst dir überhaupt gar nicht vorstellen, was ich da alles mit mir mache. Bist du in einer Beziehung im Moment? Nein, im Moment nicht. Nee.
Warst du mal in einer Beziehung, solange du das jetzt... Ja, hat das denn nie jemand gemerkt? Nee, in meiner Beziehung, die war 4,5 Jahre, da war gar nichts. Ach so, da war dann gar nichts? Nee. Mhm. Dennoch hat der Psychologe gesagt, dass es schon ganz lange so ist, dass es immer wieder mal auftaucht. Mit den Panikattacken, das mit den selber schlagen, wenn ich fest eingeschlafen bin, das kam ja erst später. So, das war aber meine Frage, die ich zweimal schon gestellt habe. Dieses nächtliche Verprügeln, das ist erst seit ein paar Jahren. Seitdem mit meiner Freundin Schluss ist, ja. Wie lange ist das jetzt? Knapp 11 Jahre. Ach so. Mhm. Entschuldigung, Domian, da haben wir uns... Jetzt haben wir uns ein bisschen verwuselt, aber egal. Grob haben wir jetzt verstanden, ja. Weißt du, was ich gerade für eine Idee habe? Du könntest doch mal nachts ein Video mitlaufen lassen, wenn du schläfst. Und dich selbst dann mal angucken am nächsten Tag. Ja, wie gesagt, ich habe ja in dieser Schlafklinik, war ich ja auch. Ach, du warst in einer Schlafklinik? Mhm. Ah ja. Mhm. Ach so, ich gehe immer davon aus, dass du informiert bist. Nein, ich weiß gar nichts. Nein, du hast mit meinen Kollegen vorher gesprochen, ich weiß gar nichts. Ja, das vergesse ich ja immer. Nein, ich war denn auch in einer Schlafklinik, was anderes war ja nicht zu machen. Ja. Und eben da haben sie mich ja auch aufgezeichnet. Und da war vielleicht Power, ne? Ah, und das hast du dich dann selbst gesehen? Ja, man hat das mir vorgespielt. Das muss doch gruselig aussehen, ne? Das war Wahnsinn. Du liegst im Bett und ballst die Fäuste und haust dir auf die Nüsse. Auf die Nüsse, aber absolut. Ah, hallo. Und du wirst nicht wach davon? Nein. Das ist ja unglaublich. Nein. Das ist ja unglaublich. Und also mein Hausarzt sagt dann auch immer, ich bin jetzt eben dann ein Unikum, ne? Also ich komme da also wirklich mit, sag ich jetzt so mal, jetzt ganz salopp mit eingeschlagener Fresse. Ja. Und er sagt, also hast du dich jetzt irgendwie auf den Kiez rumgetrieben oder was? Oder aber sag mal, was weiß ich, ne? Ja, aber Domian, was soll ich denn sagen? Für den Hausarzt ist das ein Unikum, mag ja sein. Aber für die Leute im Schlaflabor, für die wirklichen Fachmenschen da, wie haben die das denn eingestuft? Ja, in dem Moment, dass ich eine gestörte Persönlichkeit bin. Ja. Das würde ja bedeuten, dass du eine sehr intensive psychologisch, psychiatrische, psychoanalytische, ich weiß nicht, Betreuung haben müsstest, Behandlung. Ja, normalerweise ja. Das ganze Ding ging ja dann eben los, als ich fast vor 2 Jahren dann eben in eine psychomatische Klinik in Hochsauerland kam. Ah ja, ah ja. Und da dann wirklich auf Hilfe gehofft habe, aber da hat sich keiner um mich gekümmert. Ja, du warst aber an der falschen Adresse. Ja, es war aber eben die Fachpsychologie-Klinik, die eben meine Krankenkasse und... Ach so, war die Krankenkasse. Wie gesagt, ich musste schon die Rente einreichen. Aber nicht deshalb. Natürlich deshalb. Deshalb, so schlimm ist das. Ja. So schlimm. Mhm. Ja, aber weißt du, das kann ich dann wiederum nicht verstehen, dass du da in einer psychosomatischen Klinik bist und die können damit überhaupt nichts anfangen. Nein, es hat sich also wirklich in den 6 Wochen oder knapp 7 Wochen keiner um mich gekümmert. Ich habe zwar die Gruppentherapie mitgemacht. Das ist ja skandalös. Aber ich habe nie Einzeltherapie mitgemacht, wo ich ja dann über 3 Wochen immer hinterher war. Wie oft passiert das in der Nacht, dass du dich selbst verprügelst? Oh, das passiert, kann jede Nacht passieren. Es kann aber auch, sind mal 2 Tage aus, mal eine Woche und dann... Das heißt, du musst immer auch ein bisschen mit Angst ins Bett gehen, nach dem Motto, wer weiß, wie ich morgen früh aufwache. Genau. Du hast gerade von einer gebrochenen Nase sogar gesprochen. Letzte Woche habe ich mir eine gehauen, Passiert das immer im Liegen oder stehst du auch auf und haust den Kopf? Nein. Es müsste eigentlich immer im Liegen passieren. Im Liegen. Also da in der Schlafklinik hat man dann eben gesagt, man hat mir ja dann auch die Bilder gezeigt. Mhm. Es hat also nichts mit Schlafwandlung zu tun. Mhm. Und es hat auch hier irgendwie niemanden Schlüssel, der hier irgendwie reinkommt und da irgendwie was gegen mich hat, weil die Tür ist ja dann immer wieder abgeschlossen. Also in dem Moment müsste ich ja dann schon schlafwandeln und irgendwie dann nach draußen gehen. Aber also, das ist nicht möglich. Nein, also wenn du jetzt da klinisch untersucht worden bist und das alles bestätigt ist, habe ich da auch gar keinen Zweifel dran. Richtig. So, jetzt stehst du da und weißt nicht, was du machen sollst. Du warst in der Klinik, die haben dir nicht geholfen. Richtig. Und stocherst im Nebel und weiß nicht, wie... Ich weiß gar nichts. Jetzt mache ich folgenden Aufruf. Ich sage das ja immer und weiß es eben auch aus guter Erfahrung, dass wir viele, viele, viele Leute aus dem Bereich Psychologie und Medizin nachts hier als Zuschauer und Zuhörer haben. Domian, darauf hoffe ich auch. Ja, so. Und wenn jemand mit diesem Krankheitsbild, so wie du es gerade beschrieben hast, etwas anfangen kann und Ideen hat, wo vielleicht da wirklich eine Kapazität ist, wo eine wirklich gute Klinik ist oder eine Selbsthilfegruppe, ich weiß nicht was, bitte mailt uns unter domian@wdr.de und wir geben es dann an den Sascha weiter.
Ich weiß, ich kann es dir nicht versprechen, Sascha, aber oftmals kommen interessante Sachen hier rum und dann sind die Leute freudig und froh, dass sie angerufen haben. Ja, also ich würde auch irgendwo hingehen. Ich würde auch nach München, in die Schweiz, was weiß ich, wer mir da dann eben auch helfen kann. Gibt es für dieses Phänomen eigentlich einen Fachbegriff? Also ich hatte dann eben dass ich also psychisch so angespannt bin, dass ich also wirklich diese kranke Persönlichkeit immer, also alles, was mir passiert, ziehe ich immer auf mich. Ja, verstehe. Also, und im Schlaf kommt dann eben diese Psyche dann hoch. Mhm. Wo ich also, mich einfach nicht mehr ab kann. Man kann es ja ganz simpel formulieren, so wie du es auch gerade gesagt hast, ich verprügel mich nachts. Das versteht jeder, der davon Ahnung hat, weiß, was das dann bedeutet. Also ich verspreche dir, wenn sich bei uns jemand meldet und dir ein paar schlaue Ratschläge geben kann oder Tipps, wohin du dich wenden könntest, geben wir das natürlich sofort an dich weiter, lieber Sascha. Domian, ich könnte ja vielleicht auch dann vielleicht meine privat jetzt, dass irgendjemand da nicht zuhört, meine Handynummer rübergeben. Ja, nee, wir haben ja deine Nummer. Ja. Sag du nichts hier in der Öffentlichkeit. Und wir stricken den Kontakt schon zwischen den Leuten und dir. Ich hoffe, dass was bei rumgekommen ist jetzt bei dem Gespräch. Und das, ich hoffe, es hat irgendjemand verstanden. Ja, das glaube ich schon. Das war schon klar jetzt. Mhm. Okay. Sascha, alles Gute von Herzen. Toi, toi, toi. Okay. Dass wir dir helfen können. Ja. Alles Liebe. Wenn es wieder gut geht, melde ich mich wieder. Ne? Das wäre sehr schön. Ja, mach das bitte. Melde dich dann. Domian. Tschüss. Alles klar. Gruß an euren Team. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, Hinweis auf morgen. Morgen ist Samstag. Das heißt, jetzt ist ja eigentlich schon Samstag, aber für mich ist immer erst morgen Samstag, wenn ich hier sitze. Sage ich immer, morgen ist es erst soweit. Also, heute am Samstag, morgen am Samstag, ist wieder Promi-Besuch hier bei uns, bei Domian. Der ZDF-Nachrichtenstar. Ich weiß, ich habe ihn noch, Klaus Kleber ist mein Gast. Ich weiß, dass er gar nicht so gerne dieses Wort hört, Nachrichtenstar. Er war heute Abend bei 3:09 zu Gast in der Talkshow und da hat er, glaube ich, irgendwie in der Richtung etwas gesagt. Aber er ist ja ein Star und er ist der große Frontmann vom ZDF Heute Journal, hat gerade ein erfolgreiches Buch geschrieben, ist ein ausgewiesener Amerika-Kenner. Er ist morgen mein Gast. Ich freue mich sehr auf den Talk. Und wenn ihr euch mit ihm unterhalten wollt, über ihn privat, über das Heute-Journal, über Nachrichten, über sein Verständnis als Journalist, über Amerika, dann oder was auch immer, dann meldet euch. Wir haben die Leitung morgen eine Stunde vor der Sendung geschaltet. Um 23:45 in der Nacht fängt es wieder an, Samstagnacht, also am Samstagabend. Und ihr könnt natürlich auch mailen unter domian@wdr.de. Klaus Kleber, mein Gast, Samstag im WDR-Fernsehen. Hier ist Antonia und Antonia ist 57. Hallo Antonia. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Guten Morgen, ich freue mich mit dir sprechen zu können. Ja, das sage ich, gebe ich zurück. Ja, danke. Und ich möchte heute über meinen Freund mit dir sprechen. Und zwar, mein Freund ist 63, wir sind seit 6 Jahren zusammen. Ja. Ich muss dazu sagen, er ist Akademiker, ein gebildeter Mann, liebt die schönen Künste wie Oper und gerade Oper und Theater. Mhm. Aber mein Freund hat einen ganz großen Fehler oder noch schlimmer, eine ganz fiese Angewohnheit. Mhm. Und zwar habe ich das vorgestern wieder bei ihm entdeckt. Er pinkelt einfach ins Waschbecken. Ja, und das habe ich das allererste Mal auf einer gemeinsamen Reise in Griechenland in einem Zimmer festgestellt, habe ihn zur Rede gestellt und... Guck mal an, und das als Akademiker? Ja, das sag ich dir, Domian. Und der Mann, der ist in der ganzen Welt mit Politikern gereist. Was ist denn für ein Akademiker? Was hat er studiert? Journalist. Journalist auch noch. Journalist, ein Kollege. Womöglich. Und jetzt muss ich dir sagen, das Thema war schon mehrmals auf dem Tisch und beim dritten Mal, das ist etwa vor 1,5 Jahren, habe ich gesagt, es ist das allerletzte Mal, wenn du das noch einmal tust, trennen wir uns. Und jetzt waren wir vorgestern in einem Gruppenabend mit mehreren Damen und Herren zusammen. Eine einzige Toilette, nicht für Damen und nicht für Herren getrennt. Mhm. Und er war vor mir auf der Toilette und es war einwandfrei, er hatte das wieder getan. Das heißt, du hast es gesehen,
Da waren noch gelbe Spuren. Ja, natürlich, es waren gelbe Spuren da drin. Ich habe sehr wütend reagiert. Ja? Er wollte die Nacht bei mir verbringen und ich habe ihn nach Hause geschickt. Also ihr wohnt nicht zusammen? Wir wohnen nicht zusammen. Macht er das denn, wenn er bei dir zu Besuch ist? Macht er das bei dir auch? Tja, ich habe ihn einmal dabei erwischt. Das war da, wo ich gesagt habe, wenn du das nur einmal tust. Und dann hat er mir gesagt, er wird es nie wieder tun. Aber wenn ich ihn bei solch einer Gelegenheit wieder erwische, wer weiß, wenn die Tür zu ist, ne? Also. Und jetzt ist das so, jetzt haben wir uns heute Abend nochmal getroffen. Mhm. Und jetzt sagt er mir, ich würde das zu sehr aufbauschen, was, das wäre doch überhaupt nicht schlimm. Jetzt kommt Generationen von Männern, würden in Waschbecken pinkeln. Also, habe ich noch nie gemacht. Bitte? Habe ich noch nie gemacht und habe ich noch nie gehört, dass das jemand tut. Ja. Also findest du auch, dass das eine ganz große Schweinerei ist? Ja, das ist schon eine Schweinerei. Also, die ich mir nicht bieten lassen muss. Schon, finde ich, das eine große Schweinerei. Aber also deshalb würde ich mich nur allerdings auch nicht von jemandem trennen. Also so schlimm finde ich es dann auch wiederum nicht. Aha. Zumal, du bist ja da, wo du ihn jetzt erwischt hast, das war ja ein öffentlicher Raum, ne? Oder eine öffentliche Tür, also irgendwo, ne, wo ihr da eingeladen wart. Ja, öffentlich nicht, aber es war in Gruppen in einem Raum. Es war ja nicht deine Wohnung. Nee. Ich hätte das auch thematisiert, aber letztendlich kann es dir, mal so unter uns beiden Betschwestern gesagt, hätte es dir da auch wurscht sein können, ne? Ja, gut, ist aber eklig, finde ich auch. Sollte er auch nicht tun. Er kann ja im Stehen pinkeln vor der Toilette. Warum muss er da reinpinkeln? Ist mir schon völlig klar, dass du dich da so drüber ärgerst. Aber da gleich die Beziehung aufgeben, ist ja auch ein bisschen krass. Ne? Ja, ist ein bisschen krass, aber wir hatten dieses Thema schon öfter und er hat mir das Versprechen abgenommen, es nicht wieder zu tun. Und das Ganze basiert bei ihm auch auf reine Faulheit. Ne? Ich wäre zwar, übernachtest du auch ab und zu bei ihm? Nein, nicht mehr, weil ich das in seinem Becken genauso festgestellt habe. Ich gehe nicht mehr zu ihm. Und da würde ich mich ekeln, da hast du recht. Wenn ich bei ihm schlafen würde und würde da am Waschbecken stehen und mir die Zähne putzen, dann wäre mir auch übel. Naja, aber Domian, ich finde das schon eine ganz, also dem an seinen Mitmenschen gegenüber, mit denen er absolut, da in dem Raum war, er kennt die Leute und auch mir gegenüber, ich finde das schon ganz, ganz schön krass, sowas zu tun. Finde ich auch, durchaus. Aber jetzt eine weitere Frage, wie ist denn sonst die Beziehung? Die Beziehung ist sonst eigentlich ganz gut in Ordnung. Ganz, das heißt, du können wir von Liebe sprechen? Ja, von Liebe nicht, aber wir verstehen uns gut. Ach so, also eher eine Freundschaft als denn ein Liebesverhältnis? Ja, das war mal ein Liebesverhältnis, aber das ist jetzt doch nicht mehr so. Ah. Weil die ganze andere Zeit, er ist jetzt Rentner und lässt sich so hängen und macht nichts mit und ist einfach nur faul. Und auch dieses ins Waschbecken pinkeln ist einfach Faulheit. Ja, verstehe. Läuft bei euch erotisch noch was, sexuell? Nicht mehr so viel. Nicht mehr so viel. Hast du auch keine Lust drauf oder will er eher nicht? Nee, ich habe nicht mehr so viel Lust drauf. Also, dann hört sich das ja irgendwie alles so an, als wäre dieses Pinkeln ins Waschbecken so der I-Punkt auf alles. Ja, kann man so sagen. Weil es auch eben respektlos ist dir gegenüber. Ja, ne? genau so empfinde ich das auch. Und ich finde es auch respektlos Menschen gegenüber, die er gut kennt, das auch zu tun. Ne? Ich meine, das muss ihm doch auch schon zu denken geben. Wohnt ihr weit auseinander? Ja, so circa 40 Kilometer. Na gut, ist ja immerhin auch eine Entfernung. Dass du schon deshalb nicht mehr zu ihm kommst und er das in Kauf nimmt, finde ich auch schon heftig. Ja, nun, er hat nicht nur diese Unart, er ist messy, ne, ganz schlimm. Also er ist im Ganzen mit sich so durcheinander, verstehst du? Wenn ich ihn dann drauf anspreche, dann sagt er, ja, er wäre psychisch so labil. Aber er tut nichts dagegen. Er tut nichts dagegen. Obwohl er vom Intellekt her wüsste, dass man dagegen was tun kann. Ja. Aber er müsste den Hintern hochkriegen. Ja, aber er lacht mich aus, weil ich mich darüber aufrege, dass er ins Waschbecken pinkelt. Also, so wie du es jetzt beschrieben hast und die ganzen Hintergrundgeschichten, die du angedeutet hast, kann ich das schon verstehen, dass du die Faxen dicke hast, ne? Ja. Um es mal salopp zu sagen. Ja, hab ich auch. So, was heißt das jetzt? Heißt das, dass du wirklich Schluss machen willst oder noch mehr auf Distanz? Ich meine, ihr seid ja schon auf Distanz, ihr wohnt nicht zusammen. Wir wohnen nicht zusammen, mehr auf Distanz gehen. Aber ich habe mich heute so darüber geärgert, weil er so lächerlich hinstellt, ob ich mich über etwas aufrege, um dass es sich nicht lohnt. Wie ist er denn sonst so überhaupt drauf? Du sagst, er ist messy, er pinkelt ins Waschbecken. Wäscht er sich denn richtig? Ja, da ist er Gott sei Dank, wenn er bei mir ist, sauber. Das ist schon in Ordnung. Aber
ich kann es nicht verstehen. Ich meine, ich komme aus, ich habe auch Brüder und ich kenne auch andere Männer. Da habe ich es noch nicht erlebt, und mich dann so dahin zu stellen, als ob ich besonders pingelig wäre und es nicht akzeptiere. So, das will ich dir auch nochmal ganz klar unterstreichen. Du bist nicht besonders pingelig. Das ist im Prinzip äußerst ekelhaft, wenn jemand ins Waschbecken pinkelt. Punkt. Da, da bist du schon oft, da hast du die richtige Meinung und da hast du auch recht. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Und wenn er das ab und zu mal gemacht hat und er merkt, dass dir das so zuwider ist, dann muss er das sein lassen. Auch Punkt. Da gibt es auch nichts zu diskutieren. Und wenn seine Trägheit ihm das nicht erlaubt, ist das respektlos dir gegenüber. Und wenn sich das über Jahre hinzieht und viele andere Dinge auch noch hinzukommen, solltest du wirklich die Konsequenz ziehen. Ja, das denke ich auch. Ich kann ja auch mit niemandem darüber sprechen. Ja, was peinlich ist. Weil es mir ja peinlich ist. Ja, verstehe. Ich kann ihn ja nirgendwo mehr mit, weder zu meinen Geschwistern noch Freunden mit hinnehmen. Dann nehmen die ja an. Die denken das dann, ja. Ja, ja, ist schon schlimm. Alles gut, dass ich mal heute mit dir darüber reden konnte. Also du bist nicht überpingelig. Das ist schon eine normale, gesunde Einstellung, die du da hast, finde ich. Ja, und ich habe auch zwei Töchter, und wenn die auch dann kommen und diese Vorstellung, dass er das vielleicht hinter der geschlossenen Tür tut, ist schon heftig. Ne? So, dann geh du mal weiter auf Distanz. Ja. Und ich glaube, es wird dir auch gar nicht so schwer fallen, ne? So wie du klingst. Okay, ja. Ja. Dann werde ich das wohl machen. Aber ich musste heute mal an jemanden raus und ich freue mich, dass der heute mal sagen konnte, deinen Ratschlag mir. Da bin ich ja froh, dass du durchgekommen bist und dass wir haben sprechen können. Ja, gut. Lieber Antonia, alles Liebe dir. Ja, danke dir auch, Domian. Dankeschön, tschüss. So, morgen Abend ist mein prominenter Gast Klaus Kleber. Um 23.45 Uhr geht's Samstagabend im WDR-Fernsehen los. Und hier ist Ruth. Ruth ist 24 Jahre alt. Hallo, Ruth. Hallo. Hallo, Ruth. Um was geht's bei dir? Bei mir jetzt darum, dass mein Vater eine Vergiftung hat. Und zwar durch Herbstzeitlose. Das ist eine Pflanze, die ähnelt dem Bärlauch. Mhm. Und er hat halt statt Bärlauch Herbstzeitlose gegessen, selbst gesammelt, und jetzt ist er im Krankenhaus und die Ärzte wissen nicht wirklich, was sie tun können. Und aber man ist sicher, dass die Vergiftung von den Herbstzeitlosen kommt. Genau. Mhm. Genau. Also die Blätter sehen ganz, also sehr ähnlich aus, und ja, jetzt ist er halt im Krankenhaus und es geht ihm total schlecht. Er kann nicht mehr essen, er kann nicht mehr schlafen, er kann nicht wirklich auch was trinken. Und wann hat er denn dieses Zeug zu sich genommen? Letzten Mittwoch, also letzte Woche am Mittwoch. Aber also wächst das denn schon draußen? Bitte? Wächst das denn im Moment schon draußen? Ja, ja, das kann man draußen so sammeln. Jetzt also schon im Frühjahr? Ja, ach so. Also so, das ist so die Zeit, wo die Blätter da so anfangen zu wachsen. Ach so, ich dachte, das käme erst später im Sommer oder so. Mhm. Ja, also, Also vor einer Woche hat er das gegessen. Wie viel hat er gegessen? Ja, so ein paar Gabeln voll. Also ich war da nicht dabei, meine Mutter hat mir das erzählt und meine Mutter hat das halt gekocht und die hat es aber nicht gegessen, weil sie gesagt hat, ah, das schmeckt komisch und das kann kein Bärlauch sein und das möchte ich nicht essen. Mhm. Und mein Vater ist halt so, ja, Wildkräuter sind ganz gesund und er isst das. Mhm. Und von wegen ganz gesund, es kann sehr gefährlich werden. Ja, genau. Wie waren die ersten Symptome bei ihm? Also er musste brechen und er hatte Durchfall und ja, also auch so kleine Lähmungserscheinungen, also so, dass er stolperte, wenn er gegangen ist und sowas. Wie lange hat er abgewartet, bis er ins Krankenhaus gegangen ist? Er ist erst heute ins Krankenhaus. Ach, erst heute? Das heißt, eine ganze Woche konnte sich das Gift im Körper verbreiten und ja. Ja, also er ist dann, also am Montag sind sie zum Hausarzt gegangen und da der Hausarzt hat halt gesagt, ja, er wüsste jetzt auch nicht wirklich, was er da tun kann. So einen Fall hätte er noch nie gehabt. Mhm. Und ja, also das ist so typisch mein Vater, sage ich jetzt mal. So, weil jetzt, na, jetzt liegt er im Krankenhaus, jetzt hat sich an den, das heißt Herbstzeitlose, ne? Oder, genau. Vergiftet. Und was sagen die im Krankenhaus? Sind denn das wirklich Fachleute oder wissen die auch nicht so richtig Bescheid? Also mein Eindruck ist, dass sie das auch nicht so richtig raffen, weil also jetzt haben sie diagnostiziert, dass mein Vater eine Blasenentzündung hat. Mhm. Und meines Wissens muss man sehr, sehr viel trinken, wenn man eine Blasenentzündung hat. Muss oder man in der Tat, ja. Ja, und
mein Vater kann ja nicht wirklich trinken. Also er schafft es vielleicht irgendwie einen Liter zu trinken am Tag und das ist ja viel zu wenig, auch für diese Vergiftung, dass das Gift irgendwie ausgeschwemmt wird. Warum kann er nicht viel trinken? Aufgrund der Lähmungserscheinungen jetzt oder kann er generell trinken? Weil ihn das ekelt. Das muss man sich wahrscheinlich so vorstellen, wie wenn man so eine Magen-Darm-Grippe hat, dass man einfach keine Lust hat zu essen, zu trinken und wie auch immer. Ja gut, da gibt's man kann die Blase ja auch künstlich spülen. Also ja genau, oder man könnte einfach auch eine Infusion legen oder so, aber das machen die nicht und das wundert mich total. So, das heißt, du hast den Eindruck, der Vater ist da in dem Krankenhaus nicht so richtig gut aufgehoben. Ja, diesen Eindruck, den habe ich schon, Dann würde ich an deiner Stelle als Tochter, wohnt ihr in der Gegend einer größeren Stadt oder in einer größeren? Also, ich wohne in Köln und meine Eltern wohnen im Schwarzwald und das ist halt ein bisschen kompliziert. Ja, das also ist kompliziert. Ich kann halt nicht selber hier. Ich verstehe, das ist kompliziert. Eigentlich müsste man jetzt, aber das könntest du ja vielleicht im Internet machen, dass du mal einfach recherchierst, wo in der Gegend Schwarzwald eine Klinik ist, die sich mit auf Vergiftungen spezialisiert hat. Dass er nicht in einem normalen Feld-, Wald- und Wiesenkrankenhaus da liegt, wo die Leute das eben nicht so können, solche Spezialgeschichten. Ja. Und wenn er jetzt auch noch eine Blasenentzündung hat, ist ja nur alles kompliziert. Da muss er ja rundherum multimedizinisch versorgt werden. Ja, ich weiß es auch nicht so richtig. Also das ist halt ein bisschen kompliziert, weil mein Vater so Angst davor hat, dass irgendwas Chemisches mit ihm gemacht wird. Mhm. Also er ist mehr so ein Naturfreak. Ja. Und merkt jetzt, wie gefährlich eben auch Kräuter sein können, ne? Dass das eben alles nicht mehr gesund ist. Mhm. Hat er denn jetzt immer, während der Woche, wurde es immer schlimmer? Also das weiß ich nicht so genau. Also das Erbrechen und der Durchfall, der hat aufgehört, aber also diese Blasenbeschwerden und dass er halt nicht wirklich auf Toilette kann und irgendwie immer so Druck auf der Blase hat, das ist halt immer mehr geworden. Und deshalb hat er sich dann letztendlich auch dazu durchgerungen, jetzt ins Krankenhaus zu gehen. Hängt das denn mit der Blase zusammen mit der Vergiftung? Das weiß ja keiner. Das weiß keiner. Mhm. Also es ist wirklich, es hat noch nicht mal eine vernünftige Diagnostik stattgefunden, ne? Also mir kommt es so vor, ja. So, jetzt mache ich nochmal einen Aufruf, wie gerade auch. Wenn jetzt jemand so Ahnung hat von dem, was gerade besprochen wurde, und ich weiß auch, dass wir in Süddeutschland auch viele Zuschauer haben, im Bereich Schwarzwald, im Radius, im größeren Raum Schwarzwald, ne, sage ich jetzt mal. Wenn ihr da Bescheid wisst, ob es da eine gute Klinik gibt, die gerade vielleicht in diesem Bereich spezialisiert ist, meldet euch da bitte kurz bei uns per Mail. Wir geben es weiter an Ruth. Ruth kann entscheiden, was sie tut. Ja, sollen wir es so machen? Ja, das ist super. Ich meine, das können wir ja mal so ausprobieren. Ich meine, es ist ja ein Versuch wert auf jeden Fall. Ja, das ist total nett. Also da habe ich auch drauf gehofft, dass du das so machst. Ja. So. Also wie weit wäre dein Vater denn bereit, sich von zu Hause zu entfernen? Wie viele Kilometer? Ja, also ich glaube, mittlerweile geht es ihm so schlecht, dass er dann doch was auf sich nehmen würde, wenn er wüsste, dass das wirklich was bringt. Okay. Also dann wird er schon auch weiter wegfahren. Okay. Also Aufruf ist jetzt gemacht und wir hoffen mal, ob da was kommt. Ist ja natürlich jetzt sehr speziell, ne? Aber vielleicht gibt es im Großraum Schwarzwald eine Spezialklinik, wo gute innere Mediziner sind, die mit Vergiftungserscheinungen sich gut auskennen und wir euch da vielleicht einen Tipp geben können. Das ist super. Liebe Ruth, wenn was kommt, melden wir uns bei dir. Das ist sehr lieb. Alles Gute. Und schöne Grüße an deinen Papa und gute Besserung. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Juliane ist 24. Auch 24. Hallo, Juliane. Hallo, Domian. Ja, schön, dass du da bist. Was ist dein Thema? Ja, ich habe eine Herzensangelegenheit. Mhm. Und zwar habe ich das Problem, ich kann nicht lieben. Du kannst nicht lieben? Nein. Hast du noch nie geliebt in deinem Leben? Doch, einmal, aber das ist lange her, so wie eine Jugendliebe, was man ja sowieso irgendwann mal hat. Ja, wie alt warst du da? 17. Also mit 16 habe ich ihn kennengelernt und wir waren 4 Jahre zusammen und ja, das ist aber eine alte Geschichte, das ist nicht das Hauptproblem, obwohl das eigentlich schon schlimm genug ist, nur das Schlimmste für mich eigentlich daran ist, ich bin richtig fies. Ich bin sehr gemein, wenn ich zum Beispiel eine Beziehung habe mit jemandem, erstens halten die Beziehungen meistens nicht sehr lange. Mhm. Und ich fühle mich dann immer sehr schnell bedrängt, eingeengt. Mhm.
Was heißt denn, du bist fies? Was machst du denn? Ich werde beleidigend, ich werde ausfallend. Ja? Ich versuche, ihn aus meinem Leben zu drängeln. Also du machst es bewusst kaputt? Ja. Mhm. Ich hab dann irgendwie so eine innerliche Unruhe und habe das Gefühl, ich muss ihn loswerden. Warum ist das Gefühl? Willst du es dir selbst nicht gönnen? Na, das heißt mir nicht gönnen. Richtig gesagt, das ist nicht richtig ausgedrückt. Das ist mehr so, er wird mir zu viel. Mhm. Ich mache mich eigentlich auch selber schlecht, dass ich dann immer da sage, ich bin kompliziert, ich bin sehr anstrengend, ich bin auch sehr temperamentvoll. Viele können mit meiner dominanten Art nicht ganz umgehen. Sag mir mal, diese erste Liebe mit 17, ja. Wie lange hat die gehalten? 4 Jahre. Die 4 Jahre? Ja. Und während dieser 4 Jahre war das okay? Nein. War das da auch schon so? Ja, da war das auch schon so. Also da fing das eigentlich auch schon an. Ich denke mal, das Hauptproblem fing eigentlich schon viel früher an, als ich 15 war. Da hatte ich ein traumatisches Erlebnis. Das ist allerdings nur meine Vermutung und ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, ob es einen Einfluss auf die spätere Entwicklung hat. Was war das für ein traumatisches Erlebnis? Ich bin ganz normal zur Schule gegangen. Und wurde nach dem Unterrichtsschluss von der Schule entführt von einem fremden Mann, den ich nicht kannte, logischerweise. Mhm. Und der hat mich in sein Auto eingeschlossen und ist mit mir in den Wald gefahren und hat sich da an mir vergangen. Das heißt, du bist vergewaltigt worden? Nein, nicht vergewaltigt. Er hat mich sexuell belästigt, genötigt. Es ist nicht zum Geschlechtsverkehr gekommen, aber es sind sexuelle Handlungen an dir vorgenommen worden. Ja, er hat mich angefasst, also sehr intim und sehr gewaltsam auch. Mhm. Und du warst eingeschlossen im Auto? Ja. Und dieses Auto stand im Wald? Ja. Wie lange hat das gedauert ungefähr? Oh, 2 Stunden ungefähr. Mhm. Also meine Mutter hat sich dann auch schon Sorgen gemacht und alles. Und das heißt, du warst 2 Stunden allein im Auto? Ja, genau. Und hast irre Angst, wenn nicht Todesangst gehabt? Ja, also ich weiß nicht, wie ich da auf die Idee gekommen bin, aber ich habe mit ihm geredet, habe so getan, als würde ich ihn verstehen und das ist das ist zwar nicht in Ordnung, ich finde das nicht gut und so, aber red doch mit mir darüber, warum machst du das und warum tust du mir das an und weil ich auch Angst hatte, ich komme nicht mehr nach Hause. Mhm. Verstehst du? Wie und warum hat er denn von dir abgelassen? Ja, ich denke mal, entweder ich war ihm zu frech oder er hat bei mir selber nicht mehr durchgesehen. Ja. Dass er wahrscheinlich immer das so kannte, dass die Mädchen Angst haben. Ja, ach so. Und es gibt ja viele Täter, die das immer weiter sexuell erregt, wenn sie Angst in den Augen sehen. Mhm. Und bei mir war das einfach nur so, was soll denn der Scheiß jetzt so ungefähr, verstehst du? Und ich denke mal, dass ich ihn dazu sehr aus dem Konzept gebracht habe. Hat er dann die Tür aufgemacht und hat dich laufen lassen? Oder wie ging das? Nee, das war ja das Komische. Denn also als ich dann angefangen habe, mit ihm zu reden und ich auf ihn gefühlsmäßig eingegangen bin, hat er mich dann nach Hause gefahren. Mhm. Also nicht vor die Haustür, aber in die Gegend von zu Hause. In die Gegend, Hast du dann irgendwann zu Hause irgendjemandem was davon erzählt? Ja, meine Mutter. Sofort? Ich habe gewartet, bis sie von der Schule kam. Sie ist Lehrerin auf einer anderen Schule. Und ich bin dann auch nicht gleich nach Hause gegangen, sondern erst zu einer Freundin und habe meiner Mutter dann Bescheid gesagt und habe ihr da das alles erzählt. So, wie hat deine Mutter da reagiert, als sie das erfahren hat? Das muss für sie ja auch eine schlimme Geschichte gewesen sein. Ja, also sie hat sich Vorwürfe gemacht. Ich habe gar nicht verstanden, warum. Und sie hat geweint, ist zusammengebrochen. Und sie meinte, ich müsste zur Polizei gehen und das der Polizei melden. Habe ich dann auch getan. Und habe ich das der Polizei gemeldet. Personenbeschreibung, Autobeschreibung und alles. Ist natürlich nie was passiert, ist klar. Ist nie was rausgekommen. Nein. Außer dem Ratschlag, zur Polizei zu gehen, hat denn deine Mutter dir auch gesagt, dass du zu einem Psychologen gehen sollst? Nein. Eigentlich nicht. Was wundert mich, sie ist Lehrerin und sie ist Pädagogin, das liegt doch eigentlich nahe, dass gerade wenn, das ist ja ein traumatisches Erlebnis. Ja, das ist richtig, aber das, also seit diesem Erlebnis, erstmal habe ich mich ja eine Zeit lang abgeschottet, überhaupt von allen Menschen. Mhm.
Und dann ging das richtig los mit den Problemen und den Männern. So, weißt du, Juliane, wenn du das schon mir so in aller Ausführlichkeit erzählst und auch so eine Mutmaßung äußerst, dass es da einen Zusammenhang gibt, da muss man ja wirklich kein Psychologe sein, um zu sagen, ja, natürlich gibt es da einen Zusammenhang. Ja, aber das liegt so lange zurück schon. Aber, mein Gott, du bist 24, das liegt doch nicht lange zurück. Manche Frauen tragen sowas 20, 25, 30 Jahre mit sich herum und sind gefangen in dem, was sie damals mal erlebt haben. Aber was hat denn das mit der Liebe dann zu tun? Da bin ich überfragt, was für eine Blockade das in dir ausgelöst hat und was für eine Abwehrhaltung. Das ist wahrscheinlich ein hochkomplizierter psychischer Vorgang. Ich kann dir nur dringend raten, dass du in eine wirkliche Therapie gehst. Geh zu einem Psychiater, geh zu einem Psychologen. Aber ganz dringend. Ich meine, du legst es ja quasi auf den Tisch, die Ursachen. Dieses ist nie verarbeitet worden, wirklich. Nee, du bist der Erste, mit dem ich drüber rede. Neben der Mama. Bitte? Neben deiner Mutter, mit der hast du ja auch drüber geredet. Ja, genau, aber seitdem auch nie wieder. So. Und das, ich mag ja gar nicht mir vorzustellen, wie sich das in dir welche Narben das hinterlassen hat, wie sich das eingefressen hat, dieses Erlebnis, diese Angst. Und du denkst immer wieder im Kreis und immer dasselbe und. Ja, das kommt mir immer vor wie ein Kreislauf. Mhm. Und das Schlimme daran ist eigentlich, dass ich so brutal werde, dass ich so richtig abweisend und richtig eiskalt werde. Ja, deswegen wollte ich gestern ja bei der Sendung anrufen, bei Eiskalt. Eiskalt. Mhm. Und wollte das da so erzählen. Und dass ich dann im Prinzip an fremde Männer dafür verantwortlich mache, was mir damit eigentlich passiert ist. Nur, dass sie es eben halt nicht wissen. Ich finde, dass du wirklich in deinem ureigensten Interesse, weil das ist ja kein gutes Leben, wie du es jetzt führst. Das ist ja eigentlich unglücklich. Eigentlich ja. Eigentlich unglücklich, ja. Dass du unbedingt in eine Therapie gehen solltest. Unbedingt. Du hast überhaupt gar nichts zu verlieren. Such dir einen vernünftigen, guten Psychologen, dem du vertraust. Dieses ist der erste Schritt, den du jetzt unternommen hast, nämlich aus dir auszubrechen, indem du mich hier einen wildfremden Menschen anrufst und das schon mal erzählt hast. Ja. Wenn auch anonym, aber immerhin, das ist ja schon mal ein Schritt. Ja. So, und dann geh auch weiter. Und ich bin sicher, dass du das mit einem guten Fachmenschen, dass ihr das aufgeknackt bekommt und aufarbeiten könnt. Und dass du noch mehr die Zusammenhänge siehst und dass man da etwas gegen tun kann. Ja, und dass du danach, die Einzige, die sich darüber Gedanken macht. Ja, und dass du dann eben danach auch fähig bist, wieder zu lieben oder dich zu öffnen und nicht dir, du machst es dir ja auch kaputt alles. Du machst ja auch alle schönen Sachen kaputt dadurch. Ja, ich mache alles automatisch zu. Ja. So, jetzt bitte ich dich noch mit meiner Psychologin zu sprechen, mit der Magdalena. Ja. Die dir auch noch ein paar genaue Ratschläge geben kann. Vielleicht welche Therapieform du machen sollst und so weiter. Aber mach und unternimm auf jeden Fall etwas. Ja, ja? Okay, wenn das so dringend ist. Finde ich schon, ja. Das sprudelt ja quasi aus dir heraus, dass du da nach Hilfe suchst. Und ja, weil ich endlich mal zum allerersten Mal seit Jahren mal wieder darüber reden kann. Ja, und tut gut, ne? Es tut richtig gut, obwohl ich gehe ja auf und ab und zappel hin und her, aber das ist ja egal, das sieht ja keiner. So, Juliane, du legst bitte auf und meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich gleich an. Okay, ich danke dir. Alles Gute. Jo, danke. Tschüss. So, was lese ich hier? Ich lese eine E-Mail-Frage, die mir meine Mitarbeiter hier reinschreiben in meinen Computer. Und da ist die Frage, ist das hinter dir ein Hirsch oder ein Elch? Ja, ihr Lieben, was ist denn das für eine Frage? Ich hol dir mal ein bisschen näher. Das ist doch völlig klar, dass das, was das ist. Den Radiozuhörer muss ich mal sagen, in meiner Dekoration steht immer ein weißes Tier. Das ist das Maskottchen dieser Sendung. Und die E-Mail-Frage lautet, ist das ein Hirsch oder ist das, ich halte es mal so hin, ist das ein Hirsch oder ist das ein Elch? Es ist natürlich ein Hirsch. Sieht denn so ein Elch aus mit einem solchen Gehorn oder mit einem solchen Geweih? Also, eindeutig ist es ein Hirsch. Den hat mir mein Mitarbeiter Roland Lura mal geschenkt. Und der sieht so schön aus, dass er immer hier in der Sendung steht. Jetzt lasse ich ihn mal hier stehen bis zum Ende der heutigen Sendung und sonst kommt er wieder hinten rauf. So, ihr Lieben, weiter geht es mit Johannes. Und Johannes ist 47 Jahre alt. Hallo, Johannes. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Was ist dein Thema? Es geht um Folgendes. Ich wollte eine Lanze brechen für all die Männer, die auf dem Klo ins Waschbecken pinkeln. Ach, na komm, hör auf. Also ich oute mich als Waschbeckenpinkler. Wie ekelhaft. Ich möchte nie zu dir nach Hause kommen.
Und ich habe dafür ausschließlich hygienische Gründe. Ach, hygienische Gründe? Auch wenn sich das jetzt erstmal absurd anhört, kann das aber gut begründen. Na, begründe es doch mal gut. Ne? Ja, begründe es mal. Also, man hat ja verschiedene Möglichkeiten zu pinkeln, ne? Ja. Im Stehen an der Toilette spritzt das regelmäßig sehr stark hoch, sodass also der Putzaufwand relativ hoch ist. Wenn man es ungeschickt macht, aber egal. Mhm. Ja, der Putzaufwand ist relativ hoch, dann gibt es noch die Möglichkeiten im Sitzen zu pinkeln, was ja viele Frauen sich wünschen, dass die Männer im Sitzen pinkeln. Genau, was wir Männer eigentlich nicht gerne tun. Geht bei vielen Toiletten aber nicht. Warum nicht? Weil durch die Bauform der Toiletten, wie sie heute verbaut werden, mit der Schräge vorne, entweder am Penis vorne infiziert, ja, man hat ja immer noch oder eine man Hand hinten über den Rand kackt. Ah ja, also man kann ja immer noch mit der Hand den Pimmelmann so ein bisschen nach hinten drücken. Gut, könnte man jedes Mal den Pimmel nach hinten halten, aber das ist ja, also wenn man es ziemlich eilig hat oder sonst was, ist das so. Daraus schließt du, dass... Also diese sogenannten Damentoiletten haben mich irgendwann mal dazu gebracht, ins Waschbecken zu pinkeln. Und pinkelst du immer in alle Waschbecken? Nein, also wenn ein Pissoir vorhanden ist, nicht. Dann, okay, das wäre dann noch schöner. Bist du verheiratet? Ja. Ja? Weiß deine Frau, dass du bei euch zu Hause ins Waschbecken pinkelst? Das weiß meine Frau und wir reinigen das gemeinschaftlich mit einem Desinfektionsmittel und es stellt keinerlei Problem für uns dar. Ah, also es ist in der Familie geklärt? Das ist geklärt. Ja. Das heißt, jedes Mal, wenn du das gemacht hast, wird es auch direkt geputzt, das Waschbecken? Richtig. Ja. Machst du das auch, wenn du irgendwo zu Besuch bei Leuten bist? Wenn es dort keine vernünftige Toilette gibt, also wenn es sozusagen so eine alte Toilette gibt, wo das vorne das Abspülteil ist, wo ich also keine Probleme habe, dass ich mir eine Infektion hole, ja, dann pinkle ich auch mal im Sitzen. Ja. So, ich bin da, also das ist also jetzt keine Zwangshandlung von mir, sondern... Mhm. Ich tue das dann schon differenzieren. Aber es kann auch durchaus passieren, wenn die Toilette dir nicht zusagt, dass du dann auch bei fremden Leuten ins Waschbecken pinkelst. Richtig. So, und da hört der Spaß auf. Ja. Wenn du bei mir zu Besuch wärst, wäre aber die Hölle los, wenn du immer im Waschbecken pinkeln würdest. Ja, aber wenn man guckt, was die Leute sonst alles so ins Waschbecken pinkeln. Kein Argument. Ja. Dann pinkel im Stehen und nimm hinterher das Bürstchen und mach es sauber. Wenn du daneben gepullert hast. Ja, gut. Aber das ist dann auch eine Angewohnheit. Ja, ich meine, wenn ihr euch da in der Familie geeinigt habt, ist es eure Sache, ist es okay. Ich finde es unhygienisch. Also ich möchte nicht, gerade, man ist ja auch so mit dem Gesicht immer so nah am Waschbecken. Man wäscht sich das Gesicht oder man putzt sich die Zähne und da möchte aber ich nicht... Aber du kommst doch, wenn du die Zähne putzt, ja, kommst du doch mit dem Waschbecken in Kontakt. Du hast recht, aber es ist so eine vielleicht auch so eine Psychokiste. Ich meine, ich würde ja, wenn ich dich besuchen würde, würde ich ja vielleicht noch eine Ausnahme machen. Ach so, das ist ja schon mal sehr beruhigend. Da will ich darüber nachdenken, ob ich dich mal einlade. Wie hat das angefangen? Seit wann machst du das schon? Das hat angefangen praktisch mit der Zeit, wo ich angefangen habe, selbst Hausarbeit zu machen und selbst mein eigenes Klo zu putzen. Weißt du, Johannes, was ich ja wirklich ganz toll finde, und das habe ich bisher in vielleicht bei Freunden einmal, zweimal erlebt, dass man in einem privaten Badezimmer oder in einer Gästetoilette, dass es da auch so ein kleines Männerpissoir gibt. Ja, das finde ich natürlich. Das finde ich ganz toll. Das habe ich sogar schon in einem Gartenhaus gesehen. Ja, und ich habe es neulich in einem Baumarkt mir angeguckt. Das Ding war gar nicht so teuer. Ich finde, das ist die optimale Lösung. Ja. Wenn man den Platz im Bad hat. Ja, aber die Dinger sind, die kann man ja so klein kaufen. Also müssen ja nicht so Riesendinger sein wie in Gaststätten. Also so kleine Kästchen. Aber es braucht gar nicht so viel Platz. Also das finde ich eine ganz tolle Lösung. Das wäre noch eine Alternative, ja, ja. Mir vorstellen können. Ja. Und als du das zum ersten Mal so gemacht hast und deine Frau das mitbekommen hat, gab es da erstmal Auseinandersetzungen oder hat sie gleich gesagt, okay, pinkel mal, piesel okay, mal ins am Waschen. Anfang hat sie schon sehr erschreckt ja. reagiert. Ja. Und dann habe ich ihr das auseinandergesetzt und als ich das dann auch selber gereinigt habe mich also an der Beseitigung der Spuren beteiligt habe. Ja. Da gab es dann teilweise Probleme, dass ich das vielleicht mal nicht so ganz so ordentlich gemacht habe. Aber ansonsten hat sie es akzeptiert. Und so ist alles in Butter. Richtig. Ja. Ja, also, das wollte ich gerade noch fragen. Lässt du denn da auch immer genug Wasser hinterherlaufen? Weil
Ja, ich mache das sogar so, ich lasse nicht nur Wasser hinterherlaufen, sondern ich mache dann den, wir haben so einen automatischen Stopfen, den man von hinten betätigen kann. Ja. Den mache ich zu und lasse das Waschbecken ein bisschen volllaufen. Ja. Sodass auch der Urin, der unten im Siphon drin ist, dass der komplett weggespült wird. Verstehe. Also Johannes macht das ganz geschickt. Jetzt bitte ich meine Regie einfach, meine Schlussmusik einzufahren. Die Zeit ist jetzt soweit. Sehr nett. Ja. Und bei Johannes bedanke ich mich auch für den Anruf. Und ihr habt es so gelöst. Okay, und wenn du mal zu mir kommst, bei mir pieselst du nicht ins Becken. Nein. Alles klar. Okay, Johannes. Alles Gute. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche mit der Sendung hier in der Nacht. Morgen geht es ja weiter mit Klaus Kleber. Ich bedanke mich schon mal bei meinem Nachtteam, nämlich bei Uli Karp, bei Martin Haberbosch, Marco Rösseler, Martin Trucks, Pamela Koppay, Jan Gerefe zu Baringdorf, Christian Part, Christian Großpitz und Elke Büchter. So, wie gesagt, morgen, das heißt also heute am Samstag um 11:45 am Abend, am späten Abend, gibt es auch Domian mit dem prominenten Gast Klaus Kleber. Wenn ihr mitmachen wollt, eine Stunde vorher sind die Leitungen geschaltet. Ich sag bis dahin, macht's gut, tschüss.